Segmentierung, da steckt also der Begriff Segment drin und Segment ist nichts anderes als das Teilstück eines großen Ganzen. Das ist zunächst mal das, was wir im Lexikon finden, wenn wir Segment definieren, Teilstück eines großen Ganzen. Sodass wir dann im nächsten Schritt fragen können, was ist denn das große Ganze? Und das große Ganze ist der heterogene Gesamtmarkt. Der heterogene, der unterschiedliche. Heterogen heißt unterschiedlich. Also viele Menschen mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen. Der eine will es rot, der andere will es gelb, der andere will es grün. Der eine will es möglichst billig, dem anderen ist der Preis egal. Heterogen. Unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Lebenskonzepte, unterschiedliche Wünsche. Diesen heterogenen Gesamtmarkt zerlegen wir nun in homogene, gleichartige Teilmärkte. In homogene Teilmärkte. Gleichartige Teilmärkte mit dem Sinn, mit dem Ziel der Zielgruppenbestimmung. Das ist Segmentierung. Den heterogenen Gesamtmarkt so zerlegen, dass Zielgruppen zum Vorschein kommen, die vorher nicht zum Vorschein gekommen sind. Also um Zielgruppen zu bestimmen. Das ist Segmentierung. Merke, es allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Und was ein Unternehmer, der gerade anfängt, vor allem braucht, sind Erfolgserlebnisse. Und zwar möglichst schnell. Möglichst schnelle Erfolgserlebnisse. Wenn der Mensch etwas tut und er hat kein Feedback, dann gibt der Mensch auf. Jeder gibt irgendwann auf, wenn er kein Feedback bekommt. Das heißt, ein positives Feedback möglichst früh ist hilfreich. Und das positive Feedback kriegen wir in der heutigen Zeit, zumindest in unserem Breitengraden, nicht, wenn wir alles für alle anbieten. Dann fühlt sich keiner richtig angesprochen. Wenn wir aber ein spezielles Segment wählen und für dieses Segment ein spezielles Produkt mit einem speziellen Nutzen für diese, von mir aus auch kleine Zielgruppe, dann haben wir ein frühes Erfolgserlebnis. Und dann können wir immer noch ausweiten auf weitere Zielgruppen. Aber klein anzufangen, kann hier oft den Unterschied machen. Lieber die Zielgruppe etwas kleiner wählen und die Passgenauigkeit von Nutzenprofil, das wir bieten können, und Bedürfnisprofil der Zielgruppe erhöhen, als zu breit und zu vage anzufangen. Das ist die Kunst der Segmentierung. Deswegen habe ich das auch genannt Geheimnis. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.